weil das Ergebnis Ihrer Arbeit hier sind zerschlagene Fensterscheiben in Redaktion, sind Journalistinnen und Journalisten, die auf Demonstrationen von Ihren Kolleginnen und Kollegen angegriffen werden. Und das ist nicht in Ordnung. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Schmidt, Ihre Argumente sind fadenscheinig und infam. Und ich muss deswegen alle, auch einzeln auf Sie eingehen. Das Erste ist, wenn Sie feststellen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht nur eine Institution ist, sondern aus Menschen besteht, nicht aus ChatGPT, so wie Sie ja manchmal Ihre Reden hier schreiben, wenn er sozusagen aus Menschen besteht, dann ist es genau ja richtig, genau dort anzusetzen und bei den Journalisten anzusetzen. Es macht nicht irgendein Roboter das Programm, es machen Menschen, es machen lebende Menschen, es machen Journalisten das Programm. Und wenn die hier vom Senat bezahlt werden, dann ist das im Hinblick auf deren journalistische Unabhängigkeit problematisch. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn Sie argumentieren mit der Berufsfreiheit, dann weiß ich gar nicht, wo Ihre juristische Expertise einfach ist. Ich will einem Journalisten ja nicht verbieten, dass er Verträge abschließen kann, aber ich kann sehr wohl der Exekutive dem Senat sagen, dass sie bitte nicht diese Aufträge an Journalisten vergibt. Das ist kein Eingriff in die Berufsfreiheit, wenn der Senat entscheidet, mit wem er am Ende des Tages kontrahiert und mit wem nicht. Zum Datenschutz und zur informationellen Selbstbestimmung, da haben Sie schlicht und ergreifend den Antrag nicht gelesen. Der Antrag sieht vor, dass in zukünftigen Verabredungen mit Journalisten genau dieser Aspekt berücksichtigt wird und dass gegebenenfalls auch eine Änderung der gesetzlichen Lage erfolgt, um eben diese Offenlegung zu ermöglichen. Und abschließend kann ich Ihnen nur sagen, Herr Schmidt, also ich habe ja schon viel erlebt hier in diesem Hause, aber uns jetzt zu unterstellen, dass wir Gewalt gegen Journalistiken billigen würden, das ist so eine unterste Schublade. Da sollten Sie sich wirklich fragen, wo Sie eigentlich Ihren moralischen Kompass gelassen haben.